Der Parisinus. Die neue Welle in der Behandlung der Sinusitis. Für die Behandlung von akuten und chronischen Entzündungen der Nasennebenhöhlen bietet der Parisinus eine schonende Alternative zu gängigen Therapieoptionen. Und so funktioniert die Anwendung des Parisinus. Sie starten mit dem Zusammenbau des Verneblers. Dazu stecken Sie den Düsenaufsatz auf die Düse im Vernebler-Unterteil, setzen das Vernebler-Oberteil auf das Unterteil und verschließen den Vernebler durch Drehen im Uhrzeigersinn. Das Nasenansatzstück stecken Sie auf das Winkelstück und dann beides an den Vernebler. Danach schließen Sie das passende Ende eines Schlauches unten an den Vernebler. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie nun die Inhalationslösung von oben in den Vernebler. Zur Lösung und leichteren Entfernung von Nasensekret oder Schleim können Sie zum Beispiel Salzlösungen verwenden. Bei Infektionen und Entzündungen die vom Arzt verschriebenen Medikamente. Das passende Ende vom anderen Schlauch verbinden Sie nun mit dem Vibrationsadapter und stecken diesen dann auf das Vernebler-Oberteil. Die anderen Enden der Schläuche stecken Sie in die gekennzeichneten Anschlüsse am Kompressor. Dabei können Sie nichts falsch machen, da die Schlauchenden nur in den jeweils vorgesehenen Anschluss passen. Der Parisinus ist nun betriebsbereit. Bevor Sie die Behandlung beginnen, sollte die Nase durchgängig sein. Ist die Nase verstopft, sollten Sie vor der Therapie mit Parisinus eine Nasenspülung, zum Beispiel mit Parimontesol, durchführen. Bei freier Nase oder nach der Nasenspülung fangen Sie mit der Verneblertherapie an. Dazu führen Sie das Nasenansatzstück in das Nasenloch und verengen das zweite Nasenloch, indem Sie den mitgelieferten Nasenstöpsel verwenden. Um sicherzustellen, dass die Salzlösung oder Medikamente in Ihre Nasennebenhöhlen gelangen, schließen Sie das Gaumensegel. Damit erreichen Sie die Trennung von Nasenhöhle und Mundrachenraum. Das Gaumensegel schließen Sie, indem Sie so lange wie möglich die Silbe ing sprechen. Oder Sie atmen bewusst und langsam durch den Mund ein und aus, als würden Sie leise pfeifen. Es ist wichtig, nicht durch die Nase zu atmen. Dies gelingt nicht jedem auf Anhieb. Etwas Übung kann erforderlich sein. Sie erkennen, dass das Gaumensegel geschlossen ist, wenn Ihre Nasenflügel leicht vibrieren und Luft durch die Öffnung im freien Nasenloch austritt. Schalten Sie nun den Parisinus ein. Jetzt entsteht sofort ein feiner Nebel, das sogenannte Aerosol. Das Aerosol tritt aufgrund der Pulsation in kurzen Stößen aus und findet dadurch den Weg in die Nasennebenhöhlen. Nach 2,5 Minuten wechseln Sie das Nasenloch. Die gesamte Behandlung dauert insgesamt 5 Minuten. Sollten Sie zur Schließung Ihres Gaumensegels das Ing aussprechen, wiederholen Sie dies immer wieder nach jeder Atempause, bis die Therapie abgeschlossen ist. Dass danach eine kleine Restmenge der Behandlungsflüssigkeit im Vernebler übrig bleibt, ist ganz normal. Zerlegen Sie bitte nach jeder Anwendung den Vernebler und reinigen Sie ihn mit Wasser und etwas Spülmittel. Das Parisinus-Schlauchsystem darf weder gereinigt noch desinfiziert werden. Bitte desinfizieren Sie den Vernebler einmal in der Woche. Dafür können Sie einen thermischen Desinfektor nutzen oder Sie legen den Vernebler einfach für 5 Minuten in kochendes Wasser. Zur Trocknung der Schläuche stecken Sie einen der beiden Schläuche in den Luftanschluss des Kompressors, schalten Sie den Kompressor ein. Lassen Sie so lange Luft durch den Schlauch blasen, bis die Luft die Feuchtigkeit im Schlauch beseitigt hat. Schalten Sie den Kompressor aus. Ziehen Sie den Schlauch vom Kompressor ab und stecken Sie den anderen Schlauch in den Luftanschluss. Verfahren Sie wie für den ersten Schlauch beschrieben. Bitte beachten Sie für die Anwendung und Reinigung Ihres Parisinus immer auch die aktuelle Gebrauchsinformation. Parisinus, der pulsierende. Punktgenau befreiend für die sanfte Therapie der Nasennebenhöhlen.